Das ist sehr schwierig. Also wenn ich eine konkrete Sache vielleicht sagen kann, das Alter ist ein Faktor. Wir beraten jede Altersgruppe grundsätzlich, aber wir haben es eigentlich nur mit Jugendlichen zu tun. 15 bis 30, 15 bis 35. Und ansonsten ist es sehr schwer. Sie kommen aus unterschiedlichen sozialen Schichten, haben unterschiedlichen ethnischen und religiösen Hintergrund, kommen aus unterschiedlichen Bildungsniveaus, aber es ist ihnen doch alles gemein, dass die große Mehrheit eben Jugendliche und Heranwachsende sind. Ja, ich denke, es ist ein Phänomen, das alle Generationen von Jugendlichen durchlaufen haben, Sinnsuche und der Wunsch nach etwas Zugehörigkeit zu einer Gruppe, vor allem zu einer starken Gruppe, die Aufmerksamkeit sicherstellt oder sie sogar einschüchtert, was in der Vergangenheit vielleicht linke Organisationen gewesen sind. Das hatten wir überall in Europa, die Rote Armee-Fraktionen, die Roten Brigaden in Italien. Das ist heute der Islamismus. Das ist eine Kraft, die radikal die Gesellschaft ablehnt, vorhat, sie radikal zu verändern und die dabei gleichzeitig Stärke und eine Form von Zugehörigkeit bietet. Absolut. Also meine Fälle halten sich ungefähr die Waage. Ich liege bei knapp 50% der Anfragen von Familien, die keinerlei muslimischen Hintergrund haben. Und die sind, muss man sagen, nicht weniger gefährdet als Menschen mit einem muslimischen familiären Hintergrund, weil sie eben dieselben Prozesse durchlaufen. Und die Szene, der sie sich dann anschließen, die ist sehr offen. Der Salafismus, der islamistische Extremismus, macht keine Hautfarbenunterschiede, er macht keine Herkunftsunterschiede, er akzeptiert alle, die sich den Forderungen, den Diktaten der Ideologie unterwerfen, als gleichrangig. Und das hebt ihn zum Beispiel eben beispielsweise vom Rechtsextremismus ab, der bestimmten Menschen aufgrund ihrer Herkunft nicht zugänglich ist, wenn sie ein radikales Weltanschauungssystem suchen. Der Salafismus ist im Prinzip für jeden offen. Das ist sehr unterschiedlich. Wir versuchen, familiäre Konflikte zu entschärfen, dass der Jugendliche erstmal bei sich zu Hause akzeptiert wird, wieder akzeptiert wird. Das ist der allererste wichtige Grundstein. Alles andere kommt später. Wir bieten Versuche an, sie von einem sehr problematischen, weil radikalen Verein, Gemeinde oder Gruppe an eine Moscheegemeinde oder etwas Vergleichbares anzubinden, mit der wir gute Beziehungen haben. Wir versuchen, im Bereich Schule Ausbildung zu unterstützen, wo wir können. Wir versuchen, Strategien anzubieten, wie man sich physisch, räumlich von seinem bisherigen Umfeld lösen kann. Aber das Allerwichtigste ist, würde ich sagen, dass wir versuchen, die Bindung ans Elternhaus und ans familiäre Umfeld zu stärken und den Jugendlichen dort wieder zu stabilisieren. Er muss sehen, dass nicht die Ideologie, dass nicht die extremistische Gruppe seine Familie ist, seine Brüder und Schwestern, wie man in diesen Kreisen ja auch selber sagt, sondern dass seine Familie der sichere Hafen ist. Und mit diesem Einfluss arbeiten wir dann auch. Wir müssen eben im Prinzip nur versuchen, was heißt nur, wir müssen im Prinzip versuchen, das ideologische System zu zerbrechen, das dort gezeigt wird. Die Welt ist schwarz-weiß. Alle, die nicht zu uns gehören, sind der Feind. Wenn du deine Religion konsequent praktizierst, so wie die extreme Gruppe es vorlebt, dann wirst du immer Schwierigkeiten haben. Du wirst im Berufsleben oder in der Ausbildung diskriminiert werden, du wirst zu Hause keine Akzeptanz erfahren bei deinen Eltern, Geschwistern, du wirst in der Öffentlichkeit benachteiligt, angefeindet. Und wenn wir es schaffen, dass die Eltern ein Umfeld bieten und dann auch andere Stellen, die Schule, der Sportverein, die das Gegenteil beweisen, sie helfen dem Jugendlichen, sie unterstützen, sie bieten Raum und respektieren seine Überzeugungen, selbst wenn sie nicht teilen, dann beginnt er irgendwann dieses System in Frage zu stellen. Das, was ihm die Szene beibringt, die extreme Gruppe, spiegelt sich dann nicht in seiner Lebenswirklichkeit. Und wenn er beginnt, das in Frage zu stellen, fängt das System an zu bröckeln. Und dann können wir versuchen, andere positive Inhalte anzubieten.